runter. Aber ist gut. Ausweichen. Ich hab's zwar nicht so lange gebraucht, aber dafür sehe ich besser aus. Thank you. Und so, der Bayer ist hier, das schaue ich mir jetzt an und dann geht es später dort rein, in die Zitadelle, in der verbotenen Stadt von Wei. Muss ich auch wieder größer machen, das ist auch eines dieser Eingangstore. Und hier mal rein. Das ist alles handgemacht. Und wenn sie was kaputt gemacht haben, dann die Scherben und ich steige wieder hier mit einer Mauer. Jetzt fange ich mal die Teil mit so. So, nochmal live und das ist jetzt der Ausgang
und ja, gerade geärgert, weil man hat einen eigentlich hier betrogen um 220.000 Dong. Ja, weil man kann hier zwar durchgehen, aber die Attraktionen, die es zu sehen gibt, die sind alle in Arbeit. Also viele Sachen sind geschlossen, zum Beispiel hier, da wird was gemacht, das in der Mitte wurde renoviert und. Das sind die Sachen, die hätte man eigentlich für den Eintrittspreis, den ich bezahlt habe, sehen können. Aber da sie in Arbeit sind, und so kann man das nicht sehen. Und im Eingang macht man einen auch nicht darauf aufmerksam, dass man sagt, Moment mal, halt, diese Attraktionen können nicht gesehen werden und. Und somit war es das dann eigentlich, ja. Und so ärgerlich, leider, dieser Beigeschmack, aber jetzt bin ich schon wieder draußen. Und hinter mir ist das wunderschöne Tor. Tore gibt es eigentlich reichlich, außer bei unseren Fußballspielern. Aber hier, ja, wieder Umrandung mit diesen schönen, ja, wie heißt es, Blümchen da und halt, ne, und, dieser Umrandung dieses, jetzt wird es auch Zeit, dass ich ein Bier bekomme, dieser verbotenen Stadt halt und dieser Stadtmauer und damit sage ich mal Tschüss. Ganz normale Kreuze in Hue, Vietnam. So, die ganz normale Kreuzung aus diesem Restaurant hier, schön kühl und gut zu beobachten. Ja, für die Zeit ist da, aber. Steuern an.
und wir legen ein. Zum Glück gibt es hier noch ein paar Verkaufsstände. Und da ist die Bandiere. So, dann verlassen wir wieder mal den Platz der Pagode. Ich nehme hier Platz im Sandbecken. Heute bei nur 37 Grad. Schätzte Luftfeuchtigkeit 100%. So sehen diese Boote aus. Ja. Und jetzt habe ich Schatten. Und auf geht's. Ja, das war's dann auch schon wieder von Hue. Bei herrlichem Sonnenschein flogen wir weiter Richtung Hanoi. Wir hatten noch das Glück, eine Sicht auf diese alte Kaiserstadt. Wen es interessiert, der ist dort gut aufgehoben. Uns hat es gut gefallen. Und so flogen wir weiter Richtung Hanoi. Aber davon mehr im nächsten Teil von. Das ist das Hotel Saigon Boyon. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen uns mal den kleinen Dreckstall an. Fängt schon hier eine Treppe an, direkt ein Teppich. Und das zieht sich alles so durch. Erbaut 1901 angeblich. So sieht es auch aus. Allein schon der Fahrstuhl. Der Teppich sieht ja sehr gemütlich aus, aber wenn wir reinschauen, ist es besser schlüssig.